Oh, herrlich, es regnet. Hallo? Mira, do you see the cat here? Ja, ich sehe die Katze und. Oh, okay. Ah, ein Streuner. Okay, also sie denkt, die Katze mag unsere Farm. Und jetzt fragt sie uns, ob die Farm nicht vielleicht eine gute Katze gebrauchen könnte. Willst du die Katze bestellen? Ja, auf jeden Fall. Wir nehmen einfach den Namen, der hier drin steht. Miso. Okay. Ja, die wird bestimmt eine gute Katze sein. Oh, wie niedlich, ja, eine Katze, Leute. Oh, wie geil ist das denn? Habt ihr hier so irgendwo rum? Das wäre ja mal was. Wenn die jetzt gleich auch noch rumläuft und wir die gleich noch sehen und so. Ja, das komische Geräusch habe ich ja wieder gar nicht mehr. Was? Nein! Oh, wie gemein. Warum komme ich denn nicht hin? Na super. Ausgelassen. Am Vortag. Oh, oder auch nicht. Hier fast nicht alle. Aber das Geräusch habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gehört gehabt, ne? Einmal angeschlagen, teilweise. Also nicht alle oder nicht immer, sondern habe ich halt teilweise nur einmal angeschlagen und deswegen. Na, das ist aber so, wenn die nach drei stehen und nicht down sind, geht das nicht weiter. Das wird für heute für diesen Raum sein. Also für diesen Tag. Im Spiel natürlich. Auch eigentlich Tierfutter irgendwie herstellen. Das wäre natürlich auch noch nicht, ne?
der Energie macht jetzt nicht unbedingt noch. Yay, klarer sonniger Tag. Moment. Wir gehen heute zum Strand, ja, aber wir gehen nicht einfach so zum Strand, ja. Nein, wir nehmen uns was mit. Teilweise gruselig. Wir müssen noch mal zu dem Professor, fällt mir gerade ein, ne? Wegen dem Schiff, für den Sewer. Professor ist ja der Meinung, dieses Mädchen Jas ist ja der Meinung, dass der Professor einen Schlüssel haben könnte. Yes. Schön dann. Elliot. Okay. Also die Hütte sieht halt auch nicht mehr so toll aus. Ne? Oh, wie geil, Korallen. Korallen und Zieröhrchen, ich weiß nicht genau, was das ist. Was das heißt, ich weiß nicht genau, was das ist. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Aha. Der hat ein Amulett zu verkaufen und irgendetwas sagt ihm, dass wir noch nicht so weit sind, dieses Amulett von ihm zu kriegen. Scheint alles weg zu sein. Und hier ist auch nichts weiter. Nur zum Angeln. Wir haben bisher noch nicht einmal geangelt, fällt mir gerade ein. Das nicht. Ah. Wir haben es jetzt 16.30 Uhr. Ah, hier liegt sie dort. Wir brauchen so langsam, aber sicher eine weitere Truhe.
Dann werde ich natürlich jetzt auch einmal sortieren. Moment. Noch irgendwas mit Korallen? Nein. Keine Korallen, keine Muscheln, ja. Noch mit drüber tun. Das ist halt alles Zeug, was ich so sammle, ne? Das kann ich eigentlich hier lassen. Ich kann auch die vollen Stacks mit drüber tun. Dass ich es dann einfach so mache, alles, was ich an Stacks voll habe und behalte, also trotzdem behalte und nicht verkaufe, tue ich ja damit rein. Eine kann man noch mitnehmen. Sollte viel passen. 17:10 Uhr. Hm. 17:30 Uhr, das ist auch zu früh zum Schlafen. Ich schau mir mal, ob ich hätte hier oben was genommen. Da kam gerade eine WhatsApp-Nachricht, die mir ja unschwer hören konnte. Muss ich besser schauen. Ich mache jetzt auch nicht extra den Ton aus, wenn ich aufnehme. Das ist, klingt ein bisschen viel, sag ich mal. Ach, jetzt habe ich nichts, was ich ihm schenken kann, ne? Auch gerade ihm würde ich ganz gerne noch was schenken. Die Mine, da gehen wir jetzt aber nicht runter. Ah ja, stimmt, das war die Gilde. Ist die Gilde. Und anscheinend gewittert es draußen. Man schenken. Ach genau, ja, hier. Hier ist der Platz. Hier ist das Gebäude, das hatte ich schon gesucht. Aha. Das muss ich also da einmal... Okay. Ansonsten ist es hier so wie immer, ne? Riesengroßer Brunnen. Na gut, riesengroß ist er nicht, aber ein großer Brunnen halt. Das auf jeden Fall. Ich frage mich sonst immer so, was mache ich jetzt noch? Gehe ich einmal kurz wohin? Komme ich wieder nach Hause? Jo. Hm. Schon dunkel.
Ey. Yes.